Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Psychen, Einzelspieler. Desmond. 7%, nicht schlecht. Ich muss irgendwo hin. Und habe ich hier ein Pferd? Ja, wenigstens habe ich eine Straße, wo ich laufen kann. So. Ah, da hinten muss ich hin. Letzte Folge haben wir auf jeden Fall richtig geheim und ohne einen Wachen zu töten. Und eine Karte besorgt, glaube ich. Und jetzt vielleicht haben die was gegen mich. Vielleicht weil ich ihre Mates zerstochen habe. Und schön darüber schwimmen, ne? Klassiker. Ich liebe die Klingen. Ich weiß nicht, habe ich ein Pferd? Weil ging irgendwie besser mit Pferd, habe ich das Gefühl. Mal schauen, wie weit es noch weg ist. Hoffentlich nicht so weit. Wenn nicht, dann klaue ich mir einfach irgendwo ein Pferd. Da in der City gibt's eh eins. Ja, hier kann ich mich verstecken. Wahrscheinlich da irgendwo in der Stadt. Ja, springen bringt's ja nicht. Whippin. Parkour. Erfolgreich das Pferd geklaut. In der City. Whoopam. Das Geile ist, man kann ein Pferd erschießen und steht einfach wieder auf. So. Ups. Wollte ich gar nicht. Fünf Monate später? Fünf? Und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Ja, wenigstens muss ich die Lab nicht zusammentreiben. Lass uns gut gehen. Oh, dann. Der Hut von dem ist einfach übel nice. Und ich mag auch die Grafik von dem Spiel, die ist gar nicht so schön. Es war zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Und schwül dazu. Ich mag's. Also das Spiel ist übel geil. Eine Kaufempfehlung. Ich glaube, hat 5 Euro auf Steam gekostet. Immer geil. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Stimmt, wir wollen jetzt so einen Lappen. Meint die Bulldogge? Ja. Ha, bitte. Er wird gar nicht wissen, was ihm geschieht, dieser Lump. Oh.
mal so. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Ah, da. Na. Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Aber wir haben. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten. Ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Alle erstochen da drin. Man fängt ihn alle sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitzel. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Wenn dem so. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Ich kann alle wegstechen, was soll ich denn eigentlich Leuten helfen? Ich Sie bin kommen. Eins Assassin. Von der Kritikkeit her. Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Alter, was ist wir das geben für ein Typ? Ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, in den Todesstoß zu versetzen. Wir warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Zähne erreichen. Tötet sie! So, wegstechen. Tschüss. So, die haben wir. Will der mich verarschen? Wohin muss ich denn? Ups. Nein, sicherlich nicht. Ich soll zu diesem Braddock klappen und den dann wegstechen. Wie kann sich hier jemand zu Hause fühlen? Hier gibt es nur Mann. Wenn die Franzmänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Sind hier viele. Wir den zu haben, meinst du? Sir? Es war eine Ehre. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr?
Achtung! Oh, sind das Franzosen? Sir. Wo seid ihr hin, Edward? Das. Edward mit den Hakenhänden, Bruder. Mann, warum braucht denn so lange für den Lappen? Der ist doch ein Nubbles. Und jetzt wird er hinterherkommen und... Hey. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! What? Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Nein, jetzt klemm ich um dein Pferd fest. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor er davonkommt. Ich sagte los. Oh, yo. Verdiene ich nicht! Doch. Ihr seid ein Heuchler, Hatham! Verzeiht, Edward! Aber ihr habt es erzwungen! Ich bin ein guter Heuchler. Und... What Pam? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel. Und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Leb wohl, Edward. Ein Fehler im Animus. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Nein. Nein! Ach. Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Ich glaube, der öffnet die andere Tür. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es
Es erzählt die Geschichte von Yodzidzitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Natürlich solltest du. Ad hoc Expedition. Ja, also. Ein paar Tage später. Reißt euch zusammen! Seid ihr toll? Hey, hast du noch Mist im Kopf? Master Kenway, habt ihr es gefunden? Es war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen, bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nahe. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Walla. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Templer? Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment, ich dachte, wir sind Assassinen. Hä? Ich dachte, wir sind Assassinen? Weil wir stechen so Leute wie Assassinen, egal. Assassin's Creed? I don't know. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Oh Gott. Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier.
Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Hä? Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Moment. Muss dich zusammenreißen. Was hast du, ne? Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert. Und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Also, ich schaue mich eben um und dann gehe ich für den Animus. Versteckt oder so ein Bums. Kann das sein? Oder ich komme hier einfach nicht mehr raus. Oder ich komme hier doch noch raus. Aus was besteht das Ding? Es muss ja eine Schöpfung sein. Das wäre ja nicht so eckig. Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Wait, what? Wo ist ein Countdown? Also dann soll ich schnell wieder in den Animus, oder? Kann ich mit ihm reden? Ja. Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn... Also, wenn das Ding da oben leer ist, dann beginnt irgendwie das Ding hier. Und dann, wenn das leer ist, dann verrecken wir alle. Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Für was? Ich weiß nicht. Für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank, hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Und das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Okay. Glaubst du wirklich, dass wir hier unten Antworten finden? Vielleicht. Aber mit der ersten Zivilisation zu reden, war immer schwierig. Stell dir vor, wie es für die sein muss.
Was meinst du? Zwischen uns und ihnen liegen Zehntausende von Jahren. Eine völlig andere Sprache und Kultur. Ihre Intelligenz ist der unseren weit überlegen. Wir haben Glück, dass sie überhaupt so viel mit uns kommunizieren. Ich weiß nicht, warum die das alles so kompliziert machen. Wenn sie etwas von mir wollen, warum sagen sie es dann nicht einfach? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe das Gefühl, dass Juno und Minerva sich nicht unbedingt einig sind. Ich studiere alles, was ich in die Hände kriege. Aber vielleicht findest du da unten etwas, das Licht auf dieses Rätsel wirft. Was geschah zwischen ihnen und warum? Na dann. Okay, dann mal los. Na, ab in den Animus. On don misero het stanyo. O ya awa unde hiya don jadagu. Tone weha de nagerade. Tesajer doner od niha. Nexiate huwaya done kero. Aze konde te jajer da oni. Nexia ohten onde gadi was takwe. Agungwe da su awa hu anodun wetsi ni aut nesago de ogua. Zeujer da suria dizax ne heitam. Rageneru quaque on te zini togwenyo. Nexi ohondo yo ha wihtu, ya de hagone rakwe. Gi nu oro jokwe templar aguegu tadinia ro darhox. Ne oho otke zonis. Sigot ke esu orion o ahigus o gontanu o got gottosi ne sa garda skarnex. Das heißt, sie hat einen Sohn? Okay. Dann bin ich jetzt wieder im Game. Und wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.